Wegweisendes Urteil in Berlin. Doch wie fangen wir am besten an? Die Iranerin, die Bürgergeld bezieht. Ja, so fängt diese Geschichte an. Und bevor ihr euch wundert, warum ich mich heute so etwas anders anhöre, wir haben etwas investiert für euch und sind hier mal mit etwas professionellem Equipment an den Start gegangen. Ich war in Testberichten im Vergleich zu anderen Mikrofonen wirklich überzeugt und bin jetzt mal gespannt, das ist das erste Video, ob es denn so funktioniert, wie ich mir das auch vorstelle. Und bevor es Kommentare gibt, was ich am Arm habe, ich zeige es einmal. Ja, der Schlosser hat sich verbrannt am heißen Racletteofen, aber wir hatten schon größere Brandverletzungen. Damit kommen wir zurück und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Für das spannende Thema heute, und zwar ein Musterurteil des Landgerichtes in Berlin. Es geht natürlich um den Palimob, um die Palimwood Studios, wie ich immer sage. Es geht hier um eine Israel-Hasserin, die verurteilt wurde. Und ja, die Geschichte beginnt mit die Iranerin, die Bürgergeld bezieht. Und zwar hat sie die Parolen From the River to the Sea mehrfach im Internet gepostet auf ihrem Instagram-Profil, und zwar kurz nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023. Und die Berliner Polizei, sie hat immer wieder gefordert, dass man hier endlich mal klare Urteile braucht, was diese Parolen angeht, damit die Polizei, wenn die Versammlungen wieder stattfinden, endlich mal eine Handhabe hat. Und hier ging es alleine schon um die Aussage im Internet, noch nicht mal auf einer Versammlung. Und Benora A.L. mehr wollten sie nicht verraten, ist jetzt vom Berliner Landgericht verurteilt worden, und wie ihr das so schön kennt, hat's geklatscht. Und zwar kein Beifall vor Gericht. 130 Tagessätze ist die Strafe, a 10 Euro sind nur 1300. Für einen Bürgergeldbezieher ordentlich genug. Und 130 Tagessätze heißt, man ist ganz klar vorbestraft. Das liegt über 90 Tagessätzen. Und es geht um das Verbreiten von Propagandamitteln sowie Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Paragraph 86 StGB. Und hier können wir endlich mal wieder stolz sein auf das bisschen Rechtsstaat, was in diesem Lande noch funktioniert. Immerhin hat die Papierindustrie nochmal bestätigt, dass sie jeden Tag 11.000 Tonnen Papier verarbeiten. Die 433 Tonnen für die paar Neuwahlzettel hat man auf jeden Fall auf Lager. Los geht's sozusagen vom Papierverband, und das wird nächste Woche klatschen für Olaf und auch keinen Beifall. Jetzt gibt es hier natürlich noch eine Entschuldigung von dieser Grafikdesignerin und Bürgergeldempfängerin. War wohl nichts mit dem Grafikdesignen, wenn dafür keiner bereit ist, Geld zu bezahlen. Sie wäre jetzt raus aus der Bubble. Sie war damals krass mit Hamas verbunden, wo ich immer nur sage, oh, warst du in einem Aussteigerprogramm? Hast du dich auch wirklich geläutert? Oder gibst du hier nur etwas anderes vor? Und das, was die ganzen Palimob wütenden Leute hier in Berlin sich mal hinter die Ohren schreiben sollten: das Samsung Galaxy und ein iPhone wurden als Tatmittel eingezogen. Und das finde ich besonders witzig, denn die Richter werden mit Sicherheit nicht herausgefunden haben, von welchem Handy was gemacht wurde. Und dann sagt man einfach, alle Handys werden beschlagnahmt. Und wenn ich da an die ganzen TikToker denke, ah Leute, ich würde mir so die Hände reiben, wenn dieses Urteil hier wirklich das Musterurteil wird. Und weil wir ja hier eine Bürgergeldempfängerin haben, die verurteilt wird, kündigt natürlich Dr. Frank Peter, ihr Verteidiger, an: wir gehen in Revision, jawohl, auf Steuerzahlerkosten mit Prozesskostenbeihilfe gehen wir hier einmal auf Revision beim Bundesgerichtshof, die höchste richterliche Institution. Und ich kann euch sagen, wenn der Richter dort seinen Hammer fallen lässt, was dann passiert bei euch, und zwar klatscht es, und zwar keinen Beifall, Leute, dann werdet ihr endlich mal mit einem höchstrichterlichen Urteil für das verurteilt, was ihr seid. Ihr seid Propagandisten von Terroristen. Mehr seid ihr nicht, und ihr gehört des Landes verworfen. Über das haben wir hier noch gar nicht gesprochen, wo ich sage, das Verbreiten von Propagandamitteln sowie Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen nach § 86 StGB, wenn die noch nicht im besonderen Ausweisungsinteresse drinstehen, Paragraph 53 und 54 Aufenthaltsgesetz, sollten wir das ganz dringend da reinschreiben, denn das würde bedeuten, wenn wir sie einmal alle
abgeurteilt haben vom Palimob aus Neukölln, dann können wir sie auch alle in den nächsten A380 setzen und nach Hause fliegen. Und bevor die Leute immer kommen mit, warum wir die Leute nach Hause fliegen, statt ein Boot zu nehmen, weil ich sage, es muss schnell gehen, es muss effizient sein und innerhalb von 24 Stunden müssen wir wissen, dass derjenige da ist, wo er hingehört, und zwar weit, weit weg, www sozusagen, nicht World Wide Web, sondern weit, weit weg, und zwar von Deutschland. Die Richterin hat hier nochmal festgehalten, Zitat, die Hamas hat diesen Spruch in ihrer Charta und die Strafe, die darf jetzt hier in 100-Euro-Schritten abgebummelt werden. Nochmal hier die Richterin Susan Wettli sagte, die Hamas hat diesen Spruch in ihrer Charta, in ihrem Logo, die Hamas hat sich diesen Spruch zu eigen gemacht. Es geht darum, jeden Anschein einer terroristischen Bestrebung zu verhindern. Und damit ist dieser Spruch hier inzwischen jetzt bundesweit durch dieses Musterurteil erstmal eingestuft, denn es gibt bisher unterschiedliche Einstufungen von Strafgerichten und bisher gab es nur Amtsgerichtsurteile, auch welche aus Berlin, auch mit Billigung von Straftaten, wurde hier zum Beispiel schon eine Geldstrafe verhängt. Es ist jetzt hier genau das passiert, was viele erwartet haben. Es sind einfach kleine Terroristenfanatiker, die endlich mal übers Maul gefahren bekommen, und zwar von einem Richter. Und dann heißt es einfach, gib mir deine Handys und gib mir noch mehr Geld, du kleiner widerlicher Bürgergeldempfänger, wo ich nur sagen kann, wisst ihr, wie viele es davon gibt, die hier diese Verfahren haben? Wir haben über 3.500 Verfahren noch offen in Berlin. Und wenn Sie jetzt hier zum BGH gehen und der BGH hier endlich mal Nägel mit Köpfen macht und den Leuten sagt, wir sind der Herr im Haus, wir bestimmen, ob du hier das sagen darfst oder nicht, weil wir es können. Wir können festlegen, ab dann ist es für uns nicht mehr wünschenswert. Und es geht hier klar from the river to the sea, eine Auslöschung des vorhandenen Staates Israels. Und das ist absolut unwürdig. Das geht nicht. Und die Hamas ist jetzt hier auch vom Landgericht bestätigt, eine terroristische Vereinigung. Für alle, die das immer noch nicht so sicher finden, weil das nur von BMI und Faeser kam. Leute, heute könnte man schon wieder einen Sekt aufmachen. Dieses Urteil, das hat wirklich Bedeutung, Musterwirkung. Und für alle, die sich jetzt fragen, was das heißt für wir ficken Deutschland, Fuat Musa, muss man sagen, nun ja, diese Einstufung, die hier zivilrechtlich gemacht werden sollte, gibt es jetzt mit landgerichtlicher Urteilssprechung, dann wird Fuat verlieren, seine Spendenkampagne läuft lächerlich. Ich habe aber auch GoFundMe gemeldet, dass es eigentlich hier um Hass geht und das steht in ihren AGBs drin, dafür darf man kein Geld sammeln. Und sie haben es trotz Prüfung dann jetzt online gelassen, also GoFundMe sympathisiert hier dann auch mit Antisemiten für Hass und Hetze, für Propaganda. Also man wollte hier Dinge sagen über Frau Preißler. Das hat überhaupt nichts mehr mit irgendwas zu tun. Aber klar, wenn man sich dann gerichtlich für etwas verantworten muss, dann sind sie auf einmal alle nur noch so groß mit Hut. So ist das halt, wenn man nur von Bürgergeld lebt. Und dann kann ich immer nur sagen, wenn ihr euch alle so geil fühlt, den ganzen Tag nichts zu machen und von 3,50 Euro Bürgergeld zu leben, dann macht schön weiter. Die nächste Regierung wird kommen, die euch Feuer unterm Hintern machen wird. Und zwar Feuer im wahrsten Sinne des Wortes. Entweder ihr geht arbeiten, geht zurück, wo ihr hergekommen seid, oder ihr könnt beim Arbeitsdienst für 1 Euro die Stunde in der Kälte euch mal den Arsch abfrieren, damit ihr wisst, was für Leute in unserem Land sich wie schwer ihr Geld verdienen müssen. Denken wir nur mal an die ganzen Zeitungsausträger, die bei Tag und Nacht ist schon falsch gesagt, die Nacht um Nacht, egal bei welchem Wetter, immer draußen unterwegs sind. Ja, es werden immer weniger. Und wenn die Lügenpresse, wie wir sie gerne auch schimpfen, einfach mal ein paar Tage keine Käseblätter druckt, fallen auch noch ein paar Tonnen Papier ab für unsere Bundeswahlleiterin, die am besten in den Ruhestand gejagt wird, in den Orkus geschickt wird und der Dienstherr des BMI, sie könnten einfach Georg Thiel aus dem Ruhestand holen und sagen, Ihr Land braucht Sie, Herr Thiel. Wir brauchen einen Bundeswahlleiter, der in der Lage ist, die gestellte Aufgabe auch in der gestellten Zeit mit den vorhandenen Mitteln zu lösen. Auch das nächste Argument, kein Personal da. Die wissen schon, dass sie im Vergleich zur Regierung Merkel fast 50% Stellenaufwuchs bei Beamten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene hatten, auch im öffentlichen Dienst, und sagen jetzt, natürlich haben wir keine Zeit. Warum nur? Weil sie Ali, Mohammed, Mehmet und Kebab Ali, wie auch immer sie heißen, natürlich fleißig ihre Wohngeldanträge helfen müssen zu bearbeiten. Da gibt es dann Ausfüllhilfen und dies und das. Und ich darf mich jetzt nicht aufregen. Ich bin auch mal gespannt, wie ich geklatscht habe, was denn hier das neue Mikrofon so hergibt. Es war schon lange Zeit. Ich habe euch oft genug vertröstet und gesagt, ein neues Mikrofon kommt. Jetzt ist mal ein neues Mikrofon da und ich bin gespannt auf eure Meinung, aber nicht nur zu meinem Mikrofon, auch, also
auch vielleicht zu meiner Raclette-Situation, gerne Raclette-Pfännchen mal hier unten drunter kommentieren. Können wir ja ein kleines Kochbuch dann draus machen. Und damit abonniere den Kanal X und Telegram. Schau auch bei Messerradar vorbei, falls du es noch nicht gesehen hast. Die Oma abgestochen hat und fast in U-Haft gelandet ist. Und damit, ciao, bis bald.